Wohngebiet Kaustischer Wald. Extreme Bedingungen. Elende Entladung? Ah, das sind elende Entladungen. Ich verstehe. Oh Gott. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Pacific Drive, meine lieben Freunde. In der letzten Episode ist am Ende so ziemlich alles schief gegangen. Der Keks ist sowas von massiv zerbröselt. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich hatte leider nicht gerafft, dass ich schnell genug Anker auftreiben muss, weil die Zeit quasi permanent gegen mich lief. Und das habe ich zu spät realisiert. Das wurde aber auch irgendwie ein bisschen schlecht kommuniziert, meiner Ansicht nach. So, wir müssen jetzt mal schauen. Wir brauchen jetzt für die neuen Freischaltungen, die wir jetzt trotzdem machen konnten, weil erstaunlicherweise hatten wir ganz viel Energie aus der Zone trotzdem erhalten. Wie auch immer wir das gemacht haben, weiß ich nicht genau. Wir brauchen jetzt im Endeffekt Rohstoffe für die ganzen neuen Sachen. Wir haben sogar einen neuen Motor schon freigeschaltet, aber da brauchen wir wahnsinnig viel Zeug jetzt. Und da würde ich sagen, wir plotten jetzt mal hier direkt einen Kurs. Und ja, hier war jetzt halt Ende im Gelände gewesen. Na toll. Jetzt wird sie gesprächig. Wo war sie, als sie mir hätte erklären sollen, was ich in dieser einen Zone machen soll gerade? So, ich glaube, wir fahren jetzt einfach mal dahin nochmal und kehren dann einfach zurück. Wir sammeln jetzt einfach auf dem Weg dahin so viel wie geht und dann kommen wir wieder hierher, weil was anderes könnte ich da jetzt auch nicht machen. Haben wir jetzt noch ein Reparaturkit hinten drin gehabt? Nee, haben wir nicht. Oh, warte mal, hier ist, ich habe noch Zeug im Rucksack, das muss ich ablegen, das wollen wir nicht mitnehmen. Und ja, wenn ihr das hier feiert, dass wir uns Pacific Drive reinziehen, lasst gerne einen Daumen nach oben da, schaut gerne in die Playlist rein, die immer am Anfang des Videos rechts oben in der Ecke verlinkt ist oder am Ende. Und ihr könnt auch sehr gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das hier findet, dass das Spiel mich doch ein kleines bisschen getriggert hat jetzt. Warte mal, die kann ich ja auch noch stapeln. Dann machen wir das hier oben rein. Weil dann haben wir hier nämlich noch ein bisschen Platz für vielleicht noch ein Bauteil. Ein Fahrzeugteil, wenn wir mal wieder eins finden sollten. So, mein Verschrotter ist leider auch nicht unbedingt mehr so richtig auf der Höhe. Das hat mir ja hier der Dings ausgespuckt noch, der freundliche Müllcontainer. So, die Reifen erstaunlicherweise... Oh, warte mal, die Tür da drüben ist ja noch offen. Moment. Die Reifen erstaunlicherweise haben die am besten durchgehalten, diese ganze Tortur. Die haben so gut wie nichts verloren. Das hat mich sehr erstaunt. Die Offroad-Reifen halt, ne? Das hat mich sehr, sehr, sehr erstaunt. Hätte ich nicht gedacht, dass die so gut durchhalten. Aber gut. Ist schon krass, ja? Die halten anscheinend auch das schlimmste Gewitter aus. Nur der vorne rechts hat ein kleines bisschen gelitten. Das ist aber... Und das bei diesen ganzen... Ich meine, ich bin ja da richtig den Abhang runtergerutscht. Bin gegen Felsen gefahren. Der ist richtig geflippt. Da wurde einmal noch in die Luft geschleudert, der Wagen. Also richtig krass, ja. Und da sind wir auch schon. Nebenstraße. So, Vorsicht jetzt hier. Hier ging es, glaube ich, ziemlich schnell, ziemlich heiß zur Sache. Also am nervigsten sind diese komischen Kugeln mit den Spikes, diese Hasen oder wie die heißen. Die sind echt am schlimmsten, ey. Die können einen so ankotzen, so heftig. Ist hier ein Haus? Ich muss mal eins kurz gucken. Hier ist irgendwie, angeblich wäre hier ein Haus. Ah, da, ja stimmt. Ich gehe da mal kurz hin. Natürlich wieder alles nachts hier. Ich habe ja eine... Stimmt, meine... Ah, oh nee, meine Dauerflare ist ja auch nicht am Start. Die ist ja auch jetzt weg. Die ich extra gemacht hatte, ihr erinnert euch vielleicht. So, ich gehe mal kurz ums Haus rum, auch wenn das ganz schön gruselig ist hier. Dante. Hm. Ja, keine Ahnung, ist jetzt nicht so ergiebig gewesen. Warte mal, den können wir nicht aufmachen? Nee, können wir nicht. Schmeißt die Fackel einfach weg. Ja, da haben wir natürlich einiges verloren, ne? Das ist natürlich ein bisschen doof. Also ist es halt. Steig mal ein, wir haben hier irgendwie gerade ein Problem. Ganz schön verstrahlt hier alles irgendwie. Achso, ja, wir brauchen ja auch Metallschrott ganz viel, ne? Müssen unbedingt bei den Wracks mal ein bisschen anhalten, auch ab und zu. Was war das?
Kein Plan. Wir müssen mal bei den Wracks ab und zu mal anhalten, wenn sich welche anbieten. Und da mal ein bisschen beherzt zugreifen. Oder wenn diese blöden Hasen... Ja genau, wenn die kommen. Und wenn ich es schaffe, denen auszuweichen. Wenn ich es schaffe, denen auszuweichen, muss ich die eigentlich mal irgendwie mitnehmen. Ja, hier ist mir jetzt zu viel los. Zu viele Touristen, dann noch diese blöden Türme und dann noch dieser komische UFO. Dieser Entführer. Das ist mir jetzt gerade ein bisschen zu heiß. Das Blöde ist, mein Verschrotter ist fast kaputt. Das heißt, ich kann eh eigentlich überwiegend nur plündern und gar nicht wirklich was zerlegen. Es fängt wieder so an, wie es in der letzten Episode geendet hatte. So, jetzt muss ich erst mal gucken. Warte mal, wo müssen wir denn da jetzt eigentlich konkret... What? Was war denn das jetzt auf einmal? Dieses Spratzeln hat hier die Touristen ausgelöst, glaube ich. Aber was? Dat? Oh Gott. Nein, nicht in die Touristen, um Gottes Willen. Das fängt ja gut an, ey. Das fängt ja richtig knorke an, ey. Sollte auch mal das Licht anmachen, wa? Wobei ich bei so dunklen Szenarien manchmal sogar fast glaube, es wäre besser ohne Licht zu fahren, weil das Licht macht halt den nahen Bereich sehr hell, aber alles, was weiter weg ist, sieht man dadurch weniger. So, warte mal, hier ist, glaube ich, noch irgendwie ein Haus. Ich guck mal schnell in das Haus rein. So viel Zeit muss sein. Mach mal an hier, eine Fackel. Warum macht er denn die Fackel nicht an? Ich drück doch gerade. Das regt einen auch manchmal echt auf, ne? Manchmal, das reagiert irgendwie steuerungstechnisch nicht. Okay, warte, da brauche ich den Hammer. Sehr gut, so. Kann man hier irgendwas looten? Hier kann man looten. Ja, ich höre sie schon wieder. Das sind wieder Touristen wahrscheinlich. Kann man eigentlich... Okay, warte, ich zerleg den Fernseher. Nehmen. Irgendwas ist runtergefallen noch. War ja nicht gerade eben noch... Irgendwas ist gefallen. Ich sehe aber leider nicht wohin. Verdammt. Okay, ist egal. Mehr ist hier, glaube ich, auch gar nicht. Dieses Wummern ist manchmal auch echt unangenehm. Nein, ah, ich treffe mal den Zündschlüssel statt die Schaltung. Ist immer auch so ein schöner Moment jedes Mal. So, ich nehme jetzt keine Anker mit. Wir haben jetzt schon genug Schrei gefaltet erstmal. Das ist jetzt erstmal wurscht. Wir kondensieren uns jetzt auf Metallschrott, wenn wir was mitnehmen. Ja, und halt auch oft, was auch immer da halt sonst noch ist. Da vorne, was ist das? Ein Betonrohr. Betonrohre. So, und da ist schon der Ausgang in die nächste Zone. Na gut, dann ist es halt so. Dann haben wir jetzt hier nicht so viel gefunden. Hoffentlich dann in der nächsten Zone nochmal ein bisschen mehr. So, ich bin gespannt, was jetzt kommt. Ich schneide mich schon mal an, ey. Da ist doch auch so ein Punkt oder sowas. Irgendwas ist doch da, irgendwas Hässliches. Oh, es wird hell. Gott sei Dank. Wohngebiet Kaustischer Wald. Extreme Bedingungen. Elende Entladung. Ah, das ist wieder das jetzt. Oh Gott. Aber diesmal... Elende Entladung? Aber haben wir jetzt wieder in diesen Zeitdruck oder... Ah, das sind elende Entladungen. Ich verstehe. Oh Gott. Das ist ja lustig. Kann das sein, dass wir zu diesem einen Grabstein da müssen? Zu diesem roten? Das ist wieder so ein Ding, wo ich nicht checke, was ich machen muss wahrscheinlich. Ich ahne das doch schon. Warte mal, wir machen mal hier schnell mal. Wir müssen das machen. Wir müssen die Fahrzeuge zerlegen. Hilft alles nichts. Hoffentlich wäre ich nicht getroffen. Ich meine, gut, diese Blitze, denen kann ich wahrscheinlich eh nicht ausweichen, würde ich jetzt mal stark annehmen. Es sei denn, es kündigt sich irgendwie an, dass an einer Stelle ein Blitz einschlägt. Kein Plan. So, der Ding ist gleich kaputt, der Zerleger. Kann bestimmt eh nur noch zweimal zerlegen oder so, dann war's das. Ja, das war's. Okay, ich hab nicht mal die Motorhaube aufgekriegt. Ah, Mann, wie ärgerlich.
Hatte ich noch einen, warte mal, hatte ich noch einen hinten drin? Ich muss noch mal jetzt kurz gucken. Nee, aber ein Brecheisen, warte mal, ich habe ein Brecheisen. Leg mal alles ab. Ins Auto. Warte mal, wir können mal so eine Konserve mal nehmen. Dann sind wir so mal los. Was ist denn jetzt auf einmal schon wieder? Irgendwas ist hier im Gange. Achso, nee, das war... Nee, ist gut. Ich habe gerade kurz gedacht... Ich habe gerade kurz gedacht, dass ich gerade wieder Probleme kriege. Weil ich irgendwie verstrahlt werde, aber nee, ist alles gut. Okay, das ist aber auch ganz hässlich, ey. Das sind aber auch schon wieder Bedingungen, die wir vorher noch gar nicht hatten, ne? Wollte es nur mal so erwähnt haben. Bitte laden 2 KLPM oder so. Warte mal, wir können ja mal ganz kurz gucken. Wir fahren jetzt einfach mal hier geradeaus weiter. Und da sind ja 2 Anker nebeneinander, wenn ich das... Aber warte mal, hier, das muss ich scannen, oder? Sekunde, das müssen wir mal ganz kurz noch machen. Yes! Stachelpfütze, sehr gut, die haben wir noch gebraucht. Ausgezeichnet. Die haben wir noch gebraucht, das war jetzt wichtig. So, jetzt müssen wir mal schauen. Gelange durch die Erweiterungsmauer. Ja gut, aber... Da sagt er mir halt auch nicht wie, ne? Aber ich würde schon schätzen, dass ich jetzt hier erstmal dieses Gebiet bezwingen muss. Und dann nochmal eine weitere Route zu bekommen, wo ich dann langfahren kann. Oh, warte mal, da ist so ein Panzerfahrzeug. Aber wir müssen aufpassen, da ist wieder so ein blödes Spratzelding. Warte mal, fahr mal... Ah, Mist, ich kann das ja gar nicht zerlegen. Ah, wie ärgerlich, scheiße. Aber warte mal, ich habe doch eine Werkbank. Kann ich aus den Teilen, die ich dabei habe, kann ich mir so ein Ding machen? Ja, ich kann mir einen herstellen, nice. Okay, sauber. Was? Irgendwas habe ich gehört, ja. Erstmal die gepanzerten Türen zerlegen. Denn da kommt nämlich richtig viel Metallschrott raus. Und vielleicht auch mal die ein oder andere Platte. Und das ist wichtig. Man hört natürlich jetzt viele Sachen gar nicht so gut, ne? Ah, ne, warte mal, das muss ich scannen. Ne, Moment. Ah, da sind Teile drin. Okay, geil, warte mal. Oh, es hat sich beruhigt, sehr schön. Moment, was ist das? Das ist eine primitive Stoßstange. So viel Zeit muss jetzt mal sein, ja. Was ist das hier? Eine Stahltür. Oh, eine Stahltür, warte mal. Das ist praktisch, die können wir doch eigentlich gleich installieren, oder nicht? Warum sind eigentlich alle Türen offen auf einmal? Irgendwie... Ich höre irgendwie komische Geräusche hier gerade. Ich weiß auch nicht. Vielleicht sollte ich mal lieber schnell die Rohstoffe rausnehmen, die hier noch drin sind. Oh, da sind... Alter, Stahlzahnräder. Warte mal ganz kurz. Moment, leg mal ein paar Sachen weg. Wir müssen das unbedingt alles reinschaffen. Das Zeug müssen wir unbedingt alles mitnehmen, definitiv. Das ist so viel... So viel Zeit muss jetzt mal sein. Ich hoffe, wir sind hier nicht unter Zeitdruck jetzt. Alter, das ist ein Goldschatz, Mann. Das ist die Kompensation für alles, was wir in der letzten Episode verloren haben. Ich sag's euch. Frag mich aber trotzdem, was da so ein Radau macht eigentlich gerade. Kann man das noch zerlegen? Nee, ne? Okay. Ist egal. Die Tür, kann ich die zerlegen? Ja, die kann ich zerlegen. Hä? Habe ich jetzt Schaden gekriegt? Komisch. Ist egal. Tür zu. Irgendwie, warum... Warum ist hier so viel los? Was ist da... Was ist hier passiert? Irgendwas hat hier lauter Sachen ausgelöst an meinem Auto. Ist egal. Guck mal, da haben wir nämlich gleich eine bessere Tür jetzt noch bekommen. Das ist schon nice. Der Tourist spratzelt. So, okay. Bestimmt ist dieser rote Punkt,
Der ist bestimmt nicht gut. Da ist bestimmt irgendwas ganz Gefährliches in der Nähe. Und bestimmt sind wir gut beraten, wenn wir nicht diese zwei nehmen, die da nebeneinander sind, sondern wenn wir uns jetzt die Zeit nehmen und stattdessen uns lieber den einen krallen, der da weiter oben ist vielleicht. Aber wir brauchen ja mindestens zwei. Ach, Schande. Ich fahr mal schnell hier so raus, ne? Ach du meine Fresse, hat mir das wieder viel abgezogen hier. Ihr wollt mich doch hier wieder verkackäppeln, ich sag's euch. So, wir müssten da, hätten da eigentlich sogar abbiegen müssen da hinten. Was natürlich jetzt wieder ungünstig ist. Oder warte mal, ist das überhaupt eine Abzweigung gewesen da hinten? Kommen die Dinger jetzt wieder hoch? Nee, kommen sie nicht, okay. Hier ist eine Abzweigung, genau. Wir fahren jetzt mal hier runter und gucken mal, was da ist. Zur Not muss ich mal schnell reparieren. Ich hab noch ein Reparaturkit mitgehabt, oder? Ich hatte eins noch gemacht, glaube ich. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, das ist so heftig, wie stark der Schaden ist, der da ausgelöst wird. Durch diesen Mist. So, warte, jetzt müssen wir mal gucken. Da kommt jetzt scheinbar irgendwann dieser rote Punkt. Ist es hier dieser rote Punkt schon? Ich habe keine Ahnung. Ich fahre einfach mal großzügig hier dran vorbei. Der rote Punkt ist ja angeblich hier. Es sind aber nur Touristen hier. Naja gut, komisch. Keine Ahnung, was das genau bedeutet. Vielleicht ist das irgendeine Markierung für irgendwas. Kein Plan. So, da drüben ist der erste Anker. Ich glaube, ich werde mal spaßigerweise das Auto reparieren. Falls wir jetzt gleich in Teufels Küche kommen. Ne, falls wir jetzt hier gleich Probleme kriegen. Wegen Escape-Route und so. Ist das bestimmt nicht verkehrt, wenn wir das mal machen jetzt. Die Stahlplatten sehen eigentlich alle noch gut aus. Die Tür muss noch... Mach doch. Hallo. Oh Mann, ich drücke. Weißt du, ich drücke und es passiert nichts. Das regt mich so auf. Warum ist das so unresponsiv? Frage ich mich. So, dann schnappt ihr das jetzt schnell. Es sind natürlich diese Teile. Was sonst? Steig ein. Löst die Bremse und fahr nach links. So, der nächste ist direkt voraus. Der nächste ist direkt da. Okay, wir haben keinen Schaden gekriegt beim Wegfahren. Immerhin. Und das Auto hat wieder drei Striche mehr. Das ist doch schon mal gut. So, hier steigen wir mal ganz schnell aus. Schnell. Schnell, schnell, schnell. Oh, Touristen. Einsteigen, schnell. So, jetzt haben wir zwei Portale zur Auswahl, wenn ich das richtig sehe. Oder? Ne, wir brauchen noch einen. Okay, dann brauchen wir noch einen. Naja, gut, ist egal. Dann fahren wir halt einfach mal geradeaus. Unter der Eisenbahnbrücke durch. Dieses Gelände hier ist aber auch ein Albtraum, muss ich mal wirklich sagen, ja. Sollten wir hier jetzt noch Wracks finden, sollten wir vielleicht nochmal versuchen, sie noch zu zerlegen. Tank ist halb voll, das sieht schon mal gut aus. Und das ist ja im Endeffekt jetzt gleich wieder der die Rückfahrt, das ist ja jetzt gleich wieder. Okay, fahr mal unter der Brücke durch. Ganz viele Benzinfässer, die auf dem Green liegen. So, wir müssen in diese Senke reinfahren, wie es aussieht.
Aber jetzt so am Tag ist es eigentlich chillig hier, muss ich mal sagen. So kann man das Gelände halt sehr gut beurteilen. Habe ich eigentlich die Scheinwerfer an? Ja, habe ich. Schon wieder. Spielbär verbraucht schon wieder sinnlos seine Autobatterie. Aber naja, was soll man machen? So ist es halt. Spielbär macht das halt einfach so. Ich muss aber sagen, ich finde das Spiel schon echt krass. Ich glaube, ich habe schon lange nicht mehr sowas Krasses gespielt, ey. Sowas Nervenaufreibendes und sowas Spannendes. Und man merkt, das zerrt auch ab und zu ein bisschen an mir vielleicht. Aber ich muss sagen, es ist trotzdem echt faszinierend. So, ich habe hier, glaube ich, schon... Der muss hier schon irgendwo sein, oder? Ah, da ist er schon, okay. Kann man eigentlich das hier zerlegen auch? Bleib mal kurz hier. Ich will mal jetzt kurz gucken. Kann man hier dran irgendwas machen? Das sieht so auffällig aus irgendwie. Nee, da liegt halt nur ein Benzinfass. Okay. Das ist eine alte Struktur. So, warte. Was ist das hier? Touristen, die direkt daneben stehen? Ich glaube, ja. So, dann schnappt ihr das Ding. Und weg. Weg, 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 weg. Und aufmachen und rein damit, genau. Einsteigen. So, jetzt können wir... Wir müssen immer noch das... Wir brauchen alle. Wir brauchen alle. Jeden Einzelnen. Okay, krass. Vorsicht. Baumstumpf. Wir brauchen jeden einzelnen Anker. Okay, na dann, weißt du Bescheid. Dann müssen wir auf jeden Fall... uns nochmal zur Straße jetzt orientieren. Die ist da drüben. Und müssen nochmal jetzt hier in den sauren Abfall beißen. Das Auto da könnte man nochmal... Ja, naja, sieht nicht so interessant aus. Ich hätte gern nochmal so ein gepanzertes Fahrzeug, ehrlich gesagt, zum Zerlegen. Da vorne ist nochmal ein größeres Haus. Warte mal kurz, es ist hier gerade chillig. Famous Last Words. Waren wir hier schon mal drin? Die Tür ist offen. Nee, waren wir nicht. Die Konserve nehme ich jetzt nicht mit, ey. Einen alten Fernseher könnten wir verschrotten. Machen wir auch. Sehr nice, sehr nice. Ich will alles haben davon, alles. Ah ja, die Kiste können wir auch noch nehmen. Ich bin vielleicht beim Umgucken jetzt etwas hektisch. Das mag daran liegen, dass ich hier jetzt schon eine Historie habe auf in diesem Bereich, ja. Da wird man dann, wenn man einmal schon ins Gras gebissen hat in einer Gegend, wird man dann doch ein bisschen hysterisch. Das kann man leider nicht verhindern. So langsam wird es mit dem Benzin ein bisschen kritisch. Dieses Fahren von A nach B und dann wieder nach C und dann wieder nach A, das ist alles ganz schön... Ich weiß gar nicht, habe ich überhaupt... Moment. Wir können ja mal spaßenshalber, da ist ja ein Benzinfass im Gras. Wir machen mal ganz spaßenshalber schnell mal. Um auf Nummer sicher zu gehen. Eine kleine Zapfaktion hier. Ich höre sie schon. Das ist schon so ein bisschen wieder die Ankündigung, dass die Touristen nicht weit sind. Lieber mal jetzt auftanken, so ein bisschen, als dann in die Röhre gucken. Da hat einer die Tür hinten aufgemacht. Und ich war es nicht. Das ist hier vielleicht, ist das hier so eine Art geisterhafte Erscheinung vielleicht? Die das Fahrzeug manipuliert so ein bisschen? Die Tür hinten habe ich nicht aufgemacht, ich schwöre. Ich habe nicht aus Versehen die hintere Tür aufgemacht. Also hier die hinten links, die gerade offen war, die habe ich nicht aufgemacht. Das war irgendwas anderes. Irgendwas hat das gemacht, irgendwas hat manipuliert. Das war aber vorhin auch schon. Da waren plötzlich zwei Autotüren offen, die eigentlich nicht hätten offen sein dürfen. Ohne dass eine Anomalie in der Nähe war, aber auch. Außenrum... Das ist sehr auffällig. Ah, da vorne ist wieder so ein Elektro-Tornado. Hatten wir diese bunten Twister eigentlich schon mal gescannt?
Bin ich mir jetzt ehrlicherweise überhaupt nicht sicher. Aber das ist jetzt auch real. Oh, was ist denn hier vorne? Was ist denn das? Ist das hier... Oh, eine Eisenbahn. Ein Zug? Oh, scheiße, hier sind Touristen überall. Warte mal, ich muss gucken. Wir müssen eigentlich geradeaus diesen Trampelpfad weiter entlang. Ist das hier überhaupt eine Straße? Naja, soll ich mal da gucken? Warte mal, das interessiert mich jetzt eigentlich mal, was das genau ist. Ich habe auch ein bisschen Angst, dass die Touristen an mein Auto ranlaufen. Und dann irgendeinen Spaß damit machen. Warte mal, ich muss es mir mal angucken jetzt. Oh nein, es kommt wieder ein Sturm, so ein Blitzsturm. Kann man hier dran irgendwas... Warte mal, da ist was offen. Okay, ist hier was? Ein Radio? Ja, das ist ja ein Rohrkrepierer. Da hinten ist der Anker auf jeden Fall. Das ist jetzt ja ein Rohrkrepierer. Da ist ja gar nichts drin, außer so ein blödes Radio. Was soll ich denn damit? Ich dachte, in dem Zug wäre wenigstens mal irgendein geiler Loot oder sowas. Okay, das ist jetzt aber doch ein bisschen hässlich hier. Mach mal das Licht an. Scheibenwischer. Hallo? Was denn jetzt? Sag jetzt nicht, der hat aufgesetzt auf den Schienen. Scheinbar schon. Okay, warte. Wir müssen doch mal mit Schwung und Effekt drüber. Ich fahre jetzt mal nicht den Standardweg. Wir fahren jetzt mal hier einfach so quer rein, würde ich sagen. Jetzt, wo ich ihn schon mal gespottet habe, wollen wir nochmal schnell hier rein in den Wagen. Komm, wir gehen schnell mal noch hier in den Wagen rein. Was soll der Geiz? Wir haben jetzt aber... Na, da ist schon wieder irgendeine Anomalie auf dem Schirm. Natriumdampfleuchte. Das kann man hier zerlegen. Oh, habt ihr das gesehen da hinten? Es ist im Zug eingeschlagen direkt. Der Spaß. Ja, warte mal. Die Computer zerlegen wir mal lieber noch. Komm. Nimm das, nimm das, nimm das. Mal schnell mal nochmal hier reingucken. Also, kann ich einfach aufmachen. Gott, hier sieht man wieder gar nichts. Ja, warte, hier, da brauchen wir das Ding. Diese Tanks brauchen wir nämlich, diese Kanister. Irgendwie spüre ich gerade die Strahlung mich umschließen. Ich glaube da... Oh, da ist ein neuer Verschrotter drin. Verdammt! Jetzt habe ich natürlich wieder keinen Platz für dieses Ding. Krass da aus. Ja, jetzt. Stoff mitnehmen. Noch irgendwas hier. Warte, hier kann man noch eine Tür öffnen. Kiste. Schön mitnehmen. Warte mal, wir legen mal schnell so viel ab, dass wir diesen zweiten Verschrotter da noch mitnehmen können, würde ich sagen. Es wird jetzt zwar ganz schön haarig, aber ich meine, wir haben ja die Zeit, ne? Was? Ich sag euch, da manipuliert einer an meinem Auto. Stopp, 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 stopp. Was zum Teufel? Das ist... Ja, 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 warte mal. Nein. Okay, egal, vergiss es. Ich hole schnell das Ding und dann hauen wir ab. Das wird hier alles gerade immer schlimmer. Mein Auto. Reinsetzen. Zumachen. So, Achtung. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, jetzt schnell Portal anwerfen. Genau. Weg damit. So, und jetzt müssen wir gucken. Wir müssen jetzt einfach mal... Wir fahren da jetzt einfach direkt drauf zu. Was soll der Geiz? Ist jetzt wurscht. Wir haben Offroad-Räder. Wir haben alles. Was kann schon schief gehen, wenn wir da drauf zufahren, wenn jetzt nicht irgendwie ein fettes Hindernis sich direkt vor uns auftut? Oh mein Gott! Famous last words! Oh nein! Oh scheiße, das ist jetzt aber ganz schlechtes Timing. Oh nein! Oh. Und nicht jetzt noch das Radio dazu, bitte! Das geht nicht, das geht nicht, dass das Radio an ist. Die müssen das mal patchen, dass das trotz Hauptoptionen immer sich wieder anmacht.
Aber das sieht gut aus, das schaffen wir. Schaff mal. Diesmal klappt's. Ja, endlich. Oh Gott, ich mach 3 Kreuze im Kalender, ey. Wir haben diesen blöden Abschnitt geschafft. Aber wir sind halt jetzt nicht vorbei an der kritischen Zone, ne? An der Mauer. Aber wir haben ganz viel Zeug bekommen. So, das Auto hat aber schon auch wieder ein bisschen gelitten. Wie sieht's denn jetzt aus mit den Routen? Haben wir jetzt eine neue Route? Ah, guck mal, jetzt haben wir eine neue Route, aber es ist jetzt die Frage. Ah, siehst du, von da kommen wir jetzt weiter, okay. Also müssen wir bei der nächsten Tour dann hier hinfahren. Uff, okay. Ich glaube, ich mache jetzt aber in der Episode, glaube ich, keine neue Tour. Ich werde jetzt noch ein bisschen ausladen. Und noch mal ein bisschen Inventur machen jetzt. Da seid da live dabei jetzt, wie ich Inventur mache. Guck mal, wir haben aber eine gute Ausbeute eigentlich gehabt. Wir haben ziemlich viele Ersatzteile bekommen. Neue Bauteile. Schrott haben wir gekriegt. Was ist das hier? Was habe ich da in der Hand? Eine Gasflasche? Okay, die haben wir auch bekommen. Und diese Platten halt, ne? Stahlplatte und Zahnrad. Das ist schon praktisch. Was ist eigentlich das? Ein Bleiplättchen. Oh, Bleiplättchen. Das erste Bleiplättchen haben wir auch gekriegt. Nicht schlecht. Das ist sehr gut. Okay, dann könnten wir jetzt nochmal eine Platte machen. Eine Stahlplatte. Stahlblech. Genau, so, da würde ich jetzt einfach mal hier gucken. Wir hatten doch hier noch diese eine Freischaltung. Wo war diese Freischaltung? Das war doch hier mit den... Genau. Das war das. Diese Außengestelle. Seitliches Gestell, genau. Können wir das lernen oder müssen wir das gleich anbringen? Warte mal, kann das sein, dass ich das irgendwie an einem Erweiterungsmodul-Dings installieren muss? Ah, da! Ah, das ist direkt zum Installieren. Okay, verstehe, alles klar. Jetzt muss man Doofen doch sagen, Mann, woher soll ich das denn wissen? Aber ja, war schon irgendwie... Habe ich mir schon irgendwie denken können, dass das so ist. Dass man das direkt anbringen muss, genau. Okay, warte mal jetzt. Aber Freischaltungen, seitlicher Stauraum? Den können wir noch machen, genau. Der ist bestimmt auch nicht so verkehrt. Den können wir nämlich jetzt, glaube ich, da dran machen, den seitlichen Stauraum. Dann können wir noch mal mehr transportieren. Aber ich wäre eher für einen seitlichen Benzintank, wenn ich ehrlich bin. Stimmt, das mussten wir machen, damit wir diese seitlichen Sachen machen können. Können wir einen seitlichen Benzintank bauen? Ja, können wir. Machen wir einfach mal, wa? Und den können wir dann da installieren, hervorragend. Und den kann ich den jetzt auch betanken hier? Geht es? Vielleicht erstmal das Auto an sich. Genau. Boah, wie lange das dauert, ne? Bis es voll ist, unglaublich. So, und jetzt, genau. Ah, der ist schon voll. Hä, war der nicht gerade eben leer? Okay. Ach so, kann das sein, dass bei dem Betankungsprozess auch der Kanister voll gemacht wird hier? Nee? Wie mache ich denn den hier eigentlich voll? Kann ich den hier hinlegen und dann... Ah, guck mal, den kann ich auch auffüllen. Das muss man... Boah, das hätte ich eigentlich schon längst machen können, ne? Das habe ich immer nicht gemacht. Ich habe im Grunde immer auf Treibstoff verzichtet. Unglaublich. Spielbär, du bist echt so ein Experte. Aber dafür haben wir eine neue Stahltür bekommen, die zwar rot ist, falsche Farbe oder orange, aber immerhin, ja, wir haben eine Stahltür bekommen. Einer geschenkten Stahltür schaut man nicht ins Maul oder so ähnlich. Ein Reparaturkit, nice. Okay, dann reparieren wir mal ein paar Sachen, wa? Was ist denn hier am bärdürftigsten? Hinten rechts. Die Stahlplatte. So, dann haben wir die Stoßstange vorne. Ja, die hat ordentlich gelitten. Die hat ordentlich was abgestoßen, definitiv. So, die Scheinwerfer gehen eigentlich noch. Die Motorhaube geht eigentlich auch noch.
Ja, das ist irgendwie das Glas kaputt. Da weiß ich gar nicht genau, was ich da machen soll, um das zu reparieren. Die hintere Stoßstange ist völlig unbeeindruckt von allem. Die Stahlplatte geht. Dann machen wir hier jetzt die Tür noch. Und die hier auch noch. Und die primitive Platte würde ich ehrlicherweise gerne ersetzen. Direkt durch eine... Stahlplatte eigentlich. Oder wir machen eine abgeschirmte Platte. Warte mal, abgeschirmte Tür haben wir ja noch nicht, ne? Eine abgeschirmte Platte vorne rechts wäre vielleicht mal ein nettes Experiment. Ja, da brauchen wir drei Bleche, warte mal. Nee, das können wir uns nicht leisten. Dann bräuchten wir... Oh, einmal Metallschrott. Warte mal. Bitte sag mir, dass wir aus dem Autowrack da drüben... Oder vielleicht diese Stange da, die wir da noch haben, vielleicht verschrotten. Vielleicht kriegen wir hier noch ein bisschen Metallschrott raus, dass wir noch mal einmal... Guck mal, da ist der Metallschrott, den wir noch gebraucht haben. Weil dann können wir nämlich drei Platten machen. Also drei Stahlplatten. Würde ich sagen. Hier, das können wir auch noch zerlegen. Und dann machen wir da nämlich noch so eine isolierte Platte. Das ist doch mal eine Idee. Ich meine, ja, das ist natürlich dekadenter Luxus. Aber wenn wir nicht ständig diese Elektrifizierungen haben, haben wir vielleicht auch weniger Anomalien, ne? Drei Stück. Und dann machen wir die abgeschirmte Platte einmal. Hervorragend. Wofür haben wir denn das ganze Plasma gesammelt, ne? Oh, die ist ja richtig vielschichtig. Habt ihr das gesehen? Da ist ja richtig was dahinter im wahrsten Sinne. Ach du Scheiße, sieht das geil aus. Haha, guckt euch das an. Was ist das denn für ein Gerät, ey? Das sieht ja mal abgespaced aus, ey. Okay, das hauen wir weg. Genau, da kriegen wir auch wieder Schrott raus. So, warte mal. Wir hatten doch noch jetzt hier dieses eine... Nein, dieses eine Bauteil. Was war das? Eine primitive Stoßstange. Weißt du was? Die verschrotten wir hier jetzt direkt. Genau, weil da kommt nämlich auch wieder Schrott raus. Können wir noch mal eine Stahlplatte machen? Wir könnten eine noch machen. Warte mal, was ist denn sinnvoller? Wir haben ja noch auch Werkzeuge neue, die wir machen können. Wir haben doch jetzt hier diesen Befreier auch. Aber da braucht man diese Thermosaftkristalle. Ja, die wiederverwendbare Fackel, ehrlicherweise, muss ich sagen. Ach komm, machen wir sie. Ja, wenn wir nochmal nachts losfahren. Ich mache sie einfach mal. Komm. Soll der Geiz. Können wir mal mitnehmen noch. So, dann legt man hier jetzt noch die Rohstoffe ab. Okay, da haben wir doch ganz gut was geschafft. Ich überlege, ob ich... Warte mal. Was haben wir noch am Auto jetzt für Teile dran? Ist irgendwo noch ein primitives Teil dran? Diese Tür hier ist noch primitiv und die hat auch noch ganz schön gelitten. Können wir die noch ersetzen? Eine Stahltür braucht nur einmal Blech. Komm, das machen wir jetzt mit der Stahltür. Nein, einmal Metallschrott zu wenig. Dein Ernst? Warte mal, vielleicht... bringen die Reifen noch was. Plastik und Gummi. Ich ahne Schlimmes. Wird wohl nicht reichen, oder? Oh ja, Metallschrott. Nice. Manchmal ist das Spiel aber auch echt nett. Das muss man einfach mal sagen, ja? Eine Stahltür, die ist lustig. Eine Stahltür, die ist schön. So, die nehmen wir mal hier raus, die Tür. Und dann setzen wir die hier stattdessen jetzt einfach ein. Sehr schön. Und da haben wir wieder komplette Bestahlung. Und die kommt hier einfach mal rein und wird geschreddert. Und da haben wir wieder Ressourcen. Nice. Wunderbar. So, wir haben Werkzeuge. Der Hammer ist vielleicht ein bisschen sehr angelutscht. Aber ich würde sagen, das geht alles noch. Da haben wir noch eine primitive Platte. Wir können jetzt nicht nochmal eine Stahlplatte machen. Die abgeschirmte Platte. Ich bin mal gespannt. Warte mal. Haben wir jetzt einen Punkt mehr? Beim generellen Stabilitätsranking? Ja, wir haben einen Punkt mehr tatsächlich. Aber der ist nicht aufgefüllt, weil die Platte vorne links ein bisschen zu sehr gelitten hat. Apropos zu sehr gelitten. Wie sieht es denn eigentlich mit den Reifen aus? Die habe ich gar nicht geprüft.
Ja, die sehen aber, die sind immer noch gut. Also wenn wir mal überlegen, was wir jetzt in den letzten zwei Episoden mit diesen Reifen alles durchgemacht haben, das ist schon nicht mehr feierlich. Ja? Also da haben wir so viel jetzt überstanden. Ich glaube, die sind nicht kaputt zu kriegen, ey. Ohne Witz. Höchstens vielleicht, wenn ich durch irgendwas durchfahre, wie so eine Kreissäge vielleicht, dann kriegen die vielleicht maximal Schaden. Aber diese Reifen zu machen, war eigentlich die beste Entscheidung bisher. Ich sollte mich vielleicht auch mal heilen. Die Reifen waren die beste Entscheidung bisher, diese Offroad-Reifen. Ehrlich gesagt, frage ich mich gerade, ob wir... Können wir... Ne, die anderen konnten wir nicht freischalten, weil wir ja noch diese neue Energie da gebraucht haben. Das ging ja nicht, ich erinnere mich. Es wäre natürlich cool, wenn wir noch ein bisschen... Großer Benzinkanister? Den habe ich jetzt mal gemacht. Weil... Den können wir ja an sich... Nochmal voll machen auch. Warte. Nimm den mal in die Hand und... Leg den mal hier hin. Hallo? Guck mal, den können wir voll machen. Kann ich den jetzt statt dem kleinen Benzinkanister da oben ranbappen da in die Ecke? Oder geht das nicht? Das will ich mal jetzt kurz probieren noch. Kann man den da jetzt reinklemmen? Nee, okay, da passt leider nur der... Da passt leider nur der... Der richtige rein. Warte mal, mach das mal so, genau. Da passt leider nur der hier rein. Der kleine. Guck mal, da haben wir jetzt zwei Reservekanister. Das ist doch eigentlich ganz praktisch. Also Treibstoff... Nee, warte mal, wir haben drei. Wir haben den, den wir jetzt da hinten drin haben. Wir haben den da oben links und wir haben den hier. Und dann noch den Tank, den wir sowieso schon vorher gemacht haben. Na, wenn das nicht geil ist, dann weiß ich es auch nicht, ey. So, ich gucke jetzt nochmal, ob ich noch was schreif halten kann. Wir haben ja noch Energie, 1,8. Wäre doch gelacht, wenn wir die nicht noch irgendwie einsetzen können. Was ist hier mit der Antenne? Da braucht man eine Leiterplatte und mehr Metallschrott. Hier fehlt überall Metallschrott. Plastik, hier fehlen die Chemikalien. Das Ding könnte man machen. Die Ersatzglühbirnen. Ja komm, da brauchen wir nur Stoffhetzen. Das ist schnell gemacht, glaube ich. Machen wir mal noch diese Füllsachen. Ich weiß zwar nicht, wofür ich Ersatzglühbirnen brauche, aber pff, keine Ahnung. Wir werden es ja wahrscheinlich noch irgendwann rauskriegen. So, und hier haben wir seitliche Flutlichter. Die schalten wir mal auch frei noch. Ich weiß zwar nicht genau, ob das so eine schlaue Idee ist. Hatten wir jetzt eigentlich schon eine größere Batterie? Blitzableiter ging nicht. Benzinsynthesizer. Na, jetzt wird's ja. Jetzt wird's ja. Geht's ja rund. Ladegerät. Da braucht man ganz viel labile Energie. Der Turbomotor war so wahnsinnig teuer. Hm. Okay, warte. Ich will mal gucken, was die seitlichen Lichter kosten. Die seitlichen Flutlichter. Glühbirnen. Warte mal, konnten wir die nicht herstellen? Die könnten wir machen. Ich stelle jetzt mal einmal seitliche Flutlichter her. Was soll der Geist? Okay. Und die müssen wir jetzt da... Ah, die müsste man jetzt da dran anbringen, wa? Okay, aber wir können die ja... Wir müssen die ja jetzt nicht unbedingt anbringen. Wir können die ja erstmal hier reinpacken. Nee, warte mal, was ist das? Ach, das ist die Glühbirne, okay. Wir können das ja alles erstmal hier reinpacken. Das ist dauerhaft an dem Fahrzeug jetzt installiert. Das kann aber in dem Sinne nicht abfallen oder kaputt gehen. Das bleibt immer dran. So verstehe ich das jetzt. Das heißt, wenn wir jetzt noch eins machen wollen würden, dann bräuchten wir nochmal zwei Stahlbleche. Ja gut, okay, das können wir jetzt natürlich nicht machen. Aber wenn wir nochmal in der Zone waren. So, dann würde ich sagen, wir planen jetzt schon mal die Route für die nächste Tour. Ja, im Grunde ist klar, wo wir hingehen. Wo wir hingehen, brauchen wir keine Stahlplatten hoffentlich. Und zwar über die G1, würde ich sagen, gehen wir dann hier hin. 6 Stunden Fahrt. Da wird es dann natürlich passenderweise wieder dunkel sein. Extreme Bedingungen. Ach du Schande, guckt mal, da ist irgendwie...
die Beschreibungen da rechts, das fällt mir jetzt gerade erstmal auf. Da sind drei Sachen, die nicht identifiziert sind, aber das eine ist mit so einem bösen Gesicht. Na toll. Na, das kann ja was werden. Wie sieht's hier bei den anderen Zonen aus? Da kommen wir gar nicht hin. Hier ist gesperrt. Guck mal, hier darf man gar nicht hinfahren. Wir dürften hier hinfahren und hier hinfahren. Und hier hinfahren. Und hier hin. Aber hier dürfen wir gar nicht hin. Schweinerei. Okay, und da hinten ist auch schon ganz schön weit weg, oder? Heftig. Also wir müssen hier hin. Wir müssen ja diesen Wegpunkt freispielen. Okay, also wisst mal Bescheid. Wir sind ja gut ausgestattet. Müssen wir halt zusehen dann. Ich darf nicht vergessen, die Batterie zu laden. Das sollte ich vielleicht gleich mal machen. Und an dieser Stelle endet diese Folge Pacific Drive. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Und abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Bär-Nachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos, nicht nur zu Pacific Drive, sondern auch zu anderen Projekten und Let's Plays. Ihr könnt auch gerne im Epic Store mit meinem Creator-Tag Spielbär mit AE Spiele kaufen. Da wird es für euch nicht teurer. Aber ihr unterstützt mich damit dann mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis. Und es ist eine sehr coole Möglichkeit, meinen Kanal zu unterstützen. Vielen lieben Dank, wenn ihr das schon gemacht haben solltet. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Episode. Bis dann, ciao, ciao.